Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegin Seibel, da Sie hier eben behauptet haben, ich hätte in der damaligen Plenardebatte gesagt, dass dieser Gesetzentwurf, der uns hier vorliegt, uns von den Gerichten um die Ohren gehauen werden, das trifft nicht zu. Ich habe im Protokoll selbst nachgelesen und ich habe gesagt, wir müssen uns schon sehr genau angucken, wie wir die Interessenkollision beschreiben. Sonst kann es uns passieren. Ich zitiere es jetzt nicht wörtlich, weil ich das Protokoll nicht hier vorne habe. Ich habe es eben noch mal im Internet nachgelesen. Dann könnte es uns oder dann würde es uns passieren, dass uns das Gesetz um die Ohren fliegt und dann in der Tat hätten wir ein schönes Gesetz, aber nichts davon. Das ist völlig normal, dass man nach einer ersten Lesung, ja, ich habe einen Konjunktiv benutzt, Frau Seibel, so ist es. Das können Sie noch mal nachlesen. Das ist in der ersten Lesung immer so, dass man erst mal eine Einschätzung abgibt, die sozusagen die erste Einschätzung ist. Nun hatten wir ja, wie ich eben schon deutlich gemacht habe, 2 Jahre und 3 Monate Zeit, um uns in eine vertiefte Prüfung darüber zu begeben, inwieweit das Gesetz, wie es von den Grünen vorgeschlagen ist, verfassungsrechtlichen Maßstäben genügt oder nicht genügt. Und bei dieser Prüfung bin ich nach 2 Jahren und 3 Monaten zu dem Ergebnis gekommen, es würde genügen. Insofern, ich war damals deutlich distanzierter, das räume ich ein. Ich finde es auch richtig übrigens, in einer ersten Lesung zunächst mal deutlich zu machen, wo man die Knackpunkte sieht, wo man den Diskussionsbedarf sieht. Ich sage jetzt aber auch, wenn Ihnen eine bessere Formulierung eingefallen wäre, Herrn Zimmermann wie Ihnen, dann hätten Sie sie doch im Rechtsausschuss auf den Tisch legen können. Das ist offenbar nicht der Fall gewesen. Und da sage ich mir, die Regelung, die die Grünen hier vorgeschlagen haben, sie reicht, sie orientiert sich an dem, was im Landesbeamtengesetz steht und damit ist sie auch rechtssicher genug und ich bin heute der Überzeugung, das Gesetz hätte Bestand.